Hallo. Nachdem Greta Thunberg und Fridays for Future mal wieder nichts erreicht haben, weil sie ja nicht mit den zweiten Scientists for Future 2 kooperieren wollen können oder was auch immer, Link dazu in der Infobox, der erste Link. Ja, also nachdem das also wieder scheitern musste, da man die Fachleute nicht dazu nehmen wollte, die es können, nämlich die Professoren der zweiten Scientists for Future 2, die das Klima reparieren können. Jetzt mal sozusagen widmen wir uns mal den anderen Menschen. Viele Menschen sind ja nicht so, ja, so interessiert an dem Klimathema, sondern an ihrem Leben, an ihrem eigenen Leben und ja, wie kann man glücklicher leben? Wie kann man also jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, was sagen die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galileis, also die einzigen, die was darüber wissen, was wissen die darüber, wie man glücklicher leben kann? Vor allem, ich will ja auch glücklicher leben, deswegen unterstütze ich ja auch die zweiten Scientists for Future 2. Weil als ehrenamtlicher Helfer und so weiter, weil ich will ja glücklicher leben. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Man wird geboren mit einer bestimmten DNS, mit einem bestimmten Genbestand. An dem kann man bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht rütteln und ich glaube auch nicht, dass das in absehbarer Zeit machbar wird, dass man so gezielt in die Gene eingreifen kann, dass man sich dadurch glücklicher machen kann, sozusagen. Der zweite Aspekt ist, dass man vielleicht zum Beispiel, man kann den Genen ein Schnippchen schlagen, indem man zum Beispiel eine Schönheitsoperation macht und dadurch vielleicht einen Partner findet, durch diesen Weg der Täuschung. Aber Lügen haben leider auch kurze Beine, wenn dann die Kinder geboren werden und bestimmte Merkmale sozusagen wieder sichtbar werden, dann fliegt vielleicht auch diese Täuschung auf. Und ja, also aus meiner Sicht sollte man das auch lassen, sondern man sollte einfach akzeptieren, den Genbestand, mit dem man geboren ist. Das andere ist aber, dass man in seinem Leben gucken kann, was sind denn, gibt es eventuelle Glücksverhinderer? Und das gibt es eben. Also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es eben Glücksverhinderer und das ist genau das, in dem wir leben. Wir leben seit 400.000 Jahren in einem ganz tragischen, unglücklichen Tauschhandelssystem, das unser aller Leben zerstört und das uns zutiefst unglücklich macht. Und das ist der große Glücksräuber sozusagen. Also ich kann mich mein Leben glücklicher machen, indem ich mich damit beschäftige. Und dann eben das überall bekannt mache und teile und mit anderen darüber spreche. Und dann werden wir sozusagen endlich die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft bekommen. Denn die soziale Marktwirtschaft ist der Hauptfaktor für Glückszerstörung. Wie funktioniert nun diese Glückszerstörung? Ich habe es schon in den anderen Videos an so vielen Beispielen gemacht, Ernährungssystem und so weiter, aber ich sollte vielleicht noch einmal ganz kurz auf die Glückszerstörung in der sozialen Marktwirtschaft eingehen. Ja? Also, vor 400.000 Jahren lebten die Menschen eigentlich im Wesentlichen in der Wahrheit. Das heißt, es gab eigentlich nur eine Linie, dieser Grundbaum hier. Die Menschen lebten so wie die Tiere, ganz einfach und niemand hatte ein Interesse oder es gab keine Gewinnmöglichkeiten durch systematischen Unwahrheiten und so weiter.
In primitiven Stufen der Evolution gibt es natürlich die Möglichkeit, einen anderen Organismus zu täuschen oder einen Artgenossen zu täuschen, was man auch bei den gemeinen Schimpansen noch sieht. Aber sozusagen unter hochsozialen Lebewesen ist eigentlich die Täuschung des Artgenossen keine Sache mehr. Also wir lebten in einer Welt der Wahrheit und deswegen entwickelten wir auch ein hohes Maß an Vertrauensseligkeit. Ich glaube schon, dass das auch irgendwo genetisch verankert ist, dass der Mensch genetisch neigt, seinen Artgenossen zu vertrauen. Davon leben die ganzen Betrüger in der Welt. So, und wie kommt jetzt aber Unwahrheit ins Spiel? Unwahrheit ist der Grund für Unglück. Also der Glücksräuber, der größte Glücksräuber ist die Unwahrheit. Ja? Oder der Irrtum. Irrtum und Unwahrheit wirken sich negativ manipulierend aus auf die Menschen, auch wenn da keine böse Absicht hintersteckt, sondern ein anderer Mensch nur im Irrtum ist. In den anderen Videos habe ich ja auch vielfach geschildert und auf der Homepage könnt ihr natürlich das auch alles nachlesen. Und wir gehen jetzt nur noch mal sozusagen auf die Händlersituation ein. Ein Händler kommt rein in die Gruppe und dadurch verändert sich alles. Also vorher war die Gruppe in der Natur glücklich, lebte in Wahrheit. Niemand konnte noch irgendwelche großen Gewinne erzielen durch Unwahrheiten. Und jetzt kommt ein Händler in die Gruppe von weit her und bringt Waren mit zum ersten Mal. Also der Vorläufer unserer sozialen Marktwirtschaft sozusagen. Und jetzt haben wir hier auf der linken Seite haben wir einen Händler, der hat einen Märchenerzähler dabei oder erzählt Märchen, die eigentlich nur Nachrichten sind, der Wahrheit entsprechen, realistische Berichte aus den anderen Gruppen und so weiter. Und er erzählt, ich mache das Beispiel nochmal, was ich gemacht habe. Also er erzählt zum Beispiel, ja, eine Gruppe hat die andere besucht, das war sehr liebevoll, sehr freundschaftlich, man hat gesungen, getanzt, musiziert und hat sozusagen, ja, war sehr herzlich miteinander und so weiter, ja. Und aufgrund so einer Geschichte verändert sich das Kaufverhalten nicht, sondern die Menschen werden durch solch eine Erzählung eher daran erinnert, liebevoll miteinander umzugehen, sich in den Arm zu nehmen und das Dasein der anderen Menschen zu genießen, sozusagen. Also letztendlich harmlos, Glück wird nicht reduziert. Ja? Dann kommt hier aber da ist da ein anderer Händler, einer, der hat einen Märchenerzähler dabei oder erzählt eine Geschichte. Der hat irgendwie dadurch, dass die Märchenerzähler die Geschichten austauschen und so weiter, und der hat diese Geschichte falsch verstanden und erzählt einfach, dass eine Gruppe die andere überfallen hätte und totgeschlagen hätte. Ja, jetzt bleiben wir einfach bei dem Beispiel, einfach so, wie es jetzt halt einfällt. Schon ändert sich etwas, schon wird Glück zerstört, ja? Denn jetzt entsteht in den Köpfen der Menschen Angst. Angst davor, eventuell auch überfallen zu werden, ja? Auch wenn diese Geschichte nur unrealistisch ist und das einfach nur irgendwie ein sprachliches Missverständnis oder irgendwie ein Verständnisproblem war oder ein sprachlicher Übersetzungsfehler. Da wird also aus dem freundlichen Besuch, über den der andere Märchenerzähler berichtet, wird hier quasi ein Überfall mit Toten sozusagen. Die Leute bekommen Angst und kaufen von dem Händler mehr Steinäxte ab. Und schon ist das insgesamt das Glück reduziert, ja, weil sie jetzt auch plötzlich Ressourcen aufwenden für Waffen, ja,
was gar nicht nötig gewesen wäre, wenn nicht diese unrealistische Geschichte erzählt worden wäre. Aber so ist jetzt also dieser Märchenerzähler und Händler, die beide also dieses Irrtumsmeme tragen, dieses Irrtumsgedankengebäude sozusagen tragen, die machen plötzlich einen riesigen Gewinn, während dieser Händler hier mit seinen Wahrheiten keinen großen Gewinn erzielt hat. Aber dieser Händler macht einen riesigen Gewinn. Der hat Angst in den Menschen erzeugt und sie haben Waffen gekauft. Und dadurch kann jetzt in diesem Bild hier erstmal nur ein Kind ernähren, sozusagen. Kriegt nur wenig Kinder in der nächsten Zeit, immer nur ein Kind, das seine Tradition des Handelns fortsetzt. Dieser Händler hier hat aber, weil er so viel verdient hat, durch seine angstmachenden Geschichten, hat er die Menschen in Angst und Schrecken versetzt und hat dadurch mehr Äxte verkauft, Steinäxte verkauft. Dadurch kann er zwei Kinder ernähren, diese beiden hier. Also da ein Kind, da ein Kind. Und dann hat sozusagen ja dieses Kind hier erzählt zum Beispiel dann zusätzlich zu der angstmachenden Geschichte, die seinen Steinäxte-Umsatz vergrößert, erzählt er als nächstes auch noch so eine Geschichte wie, ja, dass eben Schmusen, Zärtlichkeit und Umarmungen und Massage und Fellpflege und dies ja, Fell gab es damals schon nicht mehr, vor 400.000 Jahren waren wir schon felllos, aber sozusagen und Liebe und so weiter, das macht krank oder irgendwie krank und unglücklich und so weiter, ja. So, und dann dadurch schmusen die Menschen weniger und kaufen mehr von seinen Esswaren, werden also zum ersten Mal esssüchtig, konsumsüchtig sozusagen. Ja? Also hier ist wieder Glück zerstört werden und dann dadurch, dass sie esssüchtig werden, werden sie übergewichtig, werden hässlicher und werden noch unglücklicher. Ja, das ist das, was wir heute jeden Tag in der sozialen Marktwirtschaft erleben und sehen. Ja? Das heißt, sie werden jetzt quasi für Liebespartner unattraktiver und erleben dadurch auch immer weniger Glück und so weiter und ihr Leben ist zerstört. Aber der Händler kann davon ganz viele Kinder ernähren, weil er jetzt ja doppelt verdient. Er verdient nicht nur durch die Angstmache, die ihm seinen Umsatz bei den Steinäxten verschafft, sondern er bringt jetzt auch noch durch seine Angstmache, reduziert er sozusagen das liebevolle Leben in der Gruppe und dadurch werden die Menschen konsumsüchtig und esssüchtig und werden dadurch wieder noch hässlicher und kränker und so weiter und abstoßender und werden dadurch noch tendenziell leiden einen noch größeren Liebesmangel und der Händler kann noch mehr Konsumgüter verkaufen. So ist die soziale Marktwirtschaft heute. Wir sind alle mehr oder weniger konsumsüchtig, konsumieren ungesunde Suchtmittel aus dem Supermarkt sozusagen, werden dadurch krank und hässlich und fett und so weiter und haben dann noch weniger Liebe im Leben und so weiter. Ja? Und der Händler kriegt lauter, die Händler kriegen immer mehr Kinder und es wird immer mehr und immer mehr. Und auch der andere Händler, der erzählt jetzt so, der hat jetzt vielleicht noch das, die Medizin, der bringt noch, der hat zwei Geschichten, diese zwei Geschichten, und dann bringt er noch eine dritte Geschichte, nämlich dass angeblich, ja, ein bestimmter Heiltrank, all diese Krankheiten, die durch das ungesunde Essen sozusagen und das zu viele Essen erzeugt werden, die könnten, also dass das geheilt werden könnte durch den Trank. In Wirklichkeit ist der Trank nur eine Art Schmerzmittel, das nur die Symptome unterdrückt, aber die Ursachen unbehandelt lässt sozusagen. Aber er hat dadurch, der Schamane, den er mit dabei hat, an dem er beteiligt ist, macht dadurch noch mehr Einnahmen sozusagen.
Und am Ende verdient der Händler hier noch mehr und kann auch wieder viele Kinder erzeugen. Und damit breitet sich sozusagen diese Idee von diesem Heiltrank, der in Wirklichkeit nur Symptome dämpft und dazu führt, dass dann die Leute sagen, ja, es geht mir jetzt besser. Das spricht sich rum, dass es besser geht, aber da die Ursache nicht behoben wurde, werden diese Leute alle wieder später wieder krank und brauchen dann wieder den Heiler. Und er schafft sich sozusagen Wiederholungskunden und dadurch wird unser Leben und unser Lebensglück und unsere Gesundheit weiter zerstört. Ja, und so, das könnt ihr ja alles auf der Homepage nochmal im Detail nachlesen, wie also dann Ernährungshändler, Waffenhändler und Medizinhändler, Schamane sozusagen, wie die sozusagen unser Leben alle unglücklich, krank und zerstören und am Ende sogar dann in Kriegen, ja, also in dem Moment, wo dann auch die irgendwelche Menschen dann auf die Idee kommen, sich vor einem befürchteten Überfall zu schützen, indem man selbst einen Präventionskrieg macht, einen Erstschlag macht sozusagen. Ja, dann verdienen die Waffenhändler noch mehr und die Händler mit all ihren Irrtumsgeschichten, mit all ihren Irrtumsmemplexen, mit ihren Irrtumsgeschichten haben immer mehr Kinder, während hier unser Wahrheitsmemträger, der all diese unwahren Geschichten nicht erzählt, ja, der zufällig also nicht diese Mutation im Kopf hat, der Irrtumsmeme, der hat also sozusagen nach wie vor immer nur so ein Kind und dann hat er hier wieder nur ein Kind und hier sind dann die anderen, die sich von dem vielen wirtschaftlichen Erfolg dazu abbringen lassen und dazu bringen lassen, auch die Irrtumsmeme zu glauben. Der Wahrheitsmemträger und ist hier wie so ein Rinnsal, läuft er in die Zukunft. Also 400.000 Jahre lang immer nur ganz wenige Kinder, weil Wahrheit die Menschen nicht unglücklich macht, das Leben der Menschen nicht zerstört und dadurch nicht maximales Kaufverhalten erzeugt, hat dieser Händler einfach unheimlich wenig Erfolg. Hat immer nur ein Kind, vielleicht stirbt er auch einfach aus und irgendwann ist die Linie unterbrochen und die Wahrheit ist weg und der Irrtum beherrscht die Menschheit. Das ist soziale Marktwirtschaft. Ein einziges Gebäude des Irrtums und der Gehirnwäsche mit Irrtümern, die uns alle zum Konsum bringen und uns konsumsüchtig machen. Und dass das die Erde zerstört und nicht nur das Klima verändert eventuell, sondern eben die gesamte Umwelt vergiftet und verträgt, ist ja sonnenklar. Denn wenn Menschen eben nicht das zum Leben nehmen, was sie eigentlich brauchen, sondern wenn sie konsumsüchtig sozusagen ihr gesamtes Unglück ersetzen müssen durch Konsumgüter oder versuchen müssen, sich zu trösten durch Spielzeuge und Konsumgüter, Autos und Spielzeuge aller Art und so weiter, dann sozusagen, ja, also genau genommen ersetzt die soziale Marktwirtschaft das Glück mit den Menschen als Spielzeug sozusagen durch käufliche, industriell gefertigte Spielzeuge, angefangen von Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Autos, andere Spielzeuge und diese Spielzeuge ruinieren Flugzeuge und so weiter, ruinieren halt natürlich die Umwelt ganz drastisch sozusagen. Ja, wir waren bei dem Wahrheitsmemträger sozusagen. Der hat also immer nur höchstens ein Kind und wenn überhaupt, wenn es nicht ganz ausstirbt. Und hier spalten sich überall dann die Irrtumsträger ab und die haben gleich wieder viel mehr Kinder weil sie eben gleich viel mehr Gewinn machen und viel mehr Tauscherfolg haben, weil Irrtumsmeme die Menschen unglücklich machen, ihnen das Glück rauben, sie kränklicher machen und dadurch den Umsatz vergrößern. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Alles andere ist naturwissenschaftlich gesehen eine Illusion, dass also irgendwie die soziale
soziale Marktwirtschaft irgendwie was, irgendwas mit dem Glück und der Gesundheit und der Menschen zu tun hätte. Das ist leider alles Illusion weil wir in den letzten 400.000 Jahren halt nicht in der Lage waren, dieses teuflische Gebäude zu durchschauen. Also die Wahrheitsmemträger sterben aus und hier die ganzen, hier geht das immer weiter. Und am Ende haben wir Millionen Leute, die Geschäfte machen auf Grundlage von Irrtümern, die unser Glück rauben. Und jetzt sind wir bei der Frage, wie kann man glücklicher leben? Es gibt leider nur einen Weg. Man muss mit allen Menschen drüber sprechen, überall teilen, überall bekannt machen, überall, wo man steht und geht, im Internet oder sonst wie, darauf hinweisen, dass die zweiten Scientists for Future 2, Link unten in der Infobox, dass die also die Lösung für das alles haben. Ja, und wir sind eine Gesellschaft, wo wir uns gegenseitig quasi mit Irrtümern das Glück rauben, damit unsere Produkte gekauft werden. Ja? Und das ist soziale Marktwirtschaft. Also soziale Marktwirtschaft ist der Glückszerstörer schlechthin. Und es gibt nur einen Weg. Alles andere sind Lügen. Es gibt nur einen Weg, glücklicher zu leben. Und der heißt, die soziale Marktwirtschaft beenden mit den sogenannten Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft in sanften Schritten zu beenden, weil dann innerhalb kürzester Zeit alle Beteiligten anfangen, mein Glück zu fördern, meine Gesundheit zu fördern, mein Lebensglück und die Umwelt zu reparieren, damit ich glücklicher leben kann in einer sauberen Umwelt und damit ich seltener krank werde in einer sauberen Umwelt, weil dann alle Gewinn dafür kriegen. Aber das könnt ihr alles auf der Homepage nachlesen. Ja, ich wollte das nur noch mal deutlich machen hier an diesem Bild, dass man sich das noch mal besser vorstellen kann hier. Die Wahrheit hat also, wenn überhaupt, einen winzigen Platz in der sozialen Marktwirtschaft. Und das hier ist alles Irrtum. Das ist alles Unwahrheit und damit Glücksräuberei. Unwahrheit, die Glück zerstört, damit ihr alle shoppen geht, ja, damit ihr alle kauft und damit ihr konsumsüchtig die ganze Erde zerstört. Also das ist nur ein Nebeneffekt, dass die Erde dabei zerstört wird, ist sicherlich keine Absicht. Das ist einfach ein Nebeneffekt, wenn Milliarden Menschen so unglücklich sind, dass sie den ganzen Tag nur noch konsumieren und shoppen und kaufen und so weiter, dann entsteht automatisch die Zerstörung der Erde. Ja. Natürlich müssen wir uns auch um die Überbevölkerungsfrage kümmern. Das lässt sich auch erklären. Eigentlich haben hochentwickelte Säugetiere wie die Bonobos oder die Kalahari-Buschleute, das sind also zum Beispiel, die zeigen das auch auf der menschlichen Seite, aber auch bei den Bonobos. Normalerweise haben hochentwickelte Säugetiere keine Überbevölkerungstendenz, keine. Aber unsere soziale Marktwirtschaft hat auch unsere natürlichen Geburtenverhinderungsmechanismen unterdrückt und zerstört und hat uns also auch eine Überbevölkerung gebracht. Auch das kann man sogar korrigieren. Also viele sagen, ja, wir müssen die Überbevölkerung auch in den Griff kriegen. Da haben die vollkommen recht. Das können wir auch in den Griff kriegen. Das ist aber das Gleiche, wenn wir die soziale Marktwirtschaft beenden und den suchtmäßigen Überkonsum, die Konsumsucht als Ursache, Hauptursache der Erdzerstörung sozusagen, dann sich reduziert sozusagen, dann, weil die Menschen glücklich sind ohne Konsumsucht, ja, dann werden wir auch die Mechanismen ansprechen können und werden dafür sorgen, dass wir aus der Überbevölkerungsspirale rauskommen und dann uns dann mal genau überlegen, wie, auf welche Größe, Bevölkerungsgröße wir sozusagen weltweit kommen wollen oder in jedem einzelnen Land kommen wollen. Also zum Beispiel ist so ein Vorschlag jetzt von den zweiten Scientists for Future 2, ja, 50 Millionen würden vielleicht in Deutschland ganz gut so im Einklang mit der Natur leben können, sozusagen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch weniger sein oder vielleicht können es auch mehr sein, keine Ahnung.
Ja, aber so viel zur Frage. Also lieber normaler Bürger, der sich vielleicht gar nicht fürs Klima interessiert, sondern nur für die Glücksfrage. Auch für dich gibt es leider nur eine Antwort. Glücklicher werden können wir alle nur durch die sanfte, behutsame, schrittweise Beendigung der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus, weil dieses System, die soziale Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus ist der Glücksräuber schlechthin. Und nur wenn wir diesen Glücksräuber beenden, können wir glücklicher sein. Bis bald.